O'Connor von Casal Cor de la Brière. Interessantes zusammenzuführen, um etwas Besonderes zu erreichen, das ist die Idee erfolgreicher Züchter. Diesem Gedanken folgte Eduard Struve und paarte seine Stute Corrada, Vollschwester der Hengste Corrado 1 und 2, mit dem damals 6-jährigen Casal an, in dem er schon früh einen zukunftsträchtigen Vererber erkannt hatte. Das Ergebnis dieser züchterischen Überlegung ist Connor, ein großrahmiger Hengst mit einem besonders starken Rücken, langbeinig, mit korrektem Fundament. Seine Bewegungen sind elastisch, raumgreifend und taktsicher, wobei seine Galoppade besonders Beachtung verdient. Im Springen verfügt er über Vermögen, Vorsicht und Qualität. Als 6- und 7-Jährige erzielte Connor zahlreiche Siege in Springpferdeprüfungen und in Springen bis zur schweren Klasse. Darunter auch das 2013 erstmals ausgetragene Championat der 7-jährigen Springpferde in Elmshorn. Während der laufenden Saison 2014 konnte er seine Leistung weiter steigern und erreichte zahlreiche wertvolle Platzierungen, auch in Springen der Klasse S2 Sterne. Im Jahr 2016 wurde Connor nach Frankreich verpachtet und wechselte somit in den Beritt von Nicolas Delmont. In der Saison hat das Paar hervorragend zusammengefunden. Dabei gelangen zahlreiche Platzierungen und Siege in 1,45 Meter Springen, unter anderem in Fontainebleau und Bonheiden. Connor verfügt über eine außergewöhnliche Balance, die durch seinen kompakten Körper unterstützt wird. Seine Qualität sind vor allem seine Elektrizität, seine Beweglichkeit und seine Vorsicht am Sprung. So die Worte von Nicolas Delmotte über den Hengst. So bestach bei der Kürung 2013 ein Connorsohn, Kruskant, der Reservesieger. Und auch beim Freispringen brillierten sie, wie hier der Sohn des Connor, Coventry. Und über die Juni-Auktion ging dieses bewegungsstarke Connor Lewistofohlen.